Hallo, ich bin Axel von Watchmaxe und es ist mal wieder Zeit für eine Kaffeepause. Ihr habt mir 6.000 Abos geschenkt und knapp 2 Millionen Klicks. Als ich meinen Kanal vor ungefähr 5,5 Jahren, 5 Jahren und 3 Monaten gestartet habe, hätte ich nicht zu träumen gewagt, einmal in solche Regionen vorstoßen zu können. Genau genommen hatte ich von YouTube überhaupt keine Ahnung. Mir waren Abozahlen total egal. Ich wusste noch nicht mal, welche Bedeutung Abos und Klicks für den YouTube-Algorithmus haben. Ich hatte einfach Spaß daran, mein Hobby in Videoform zu teilen. Und dank euch habe ich jetzt 6.000 Abos. Mehr könnten es gerne sein, aber ich freue mich über die 6.000 auch jetzt schon unglaublich und möchte das sehr, sehr gerne mit euch zusammen feiern und zwar in Form einer Uhr, die mir meine Frau zur Verfügung gestellt hat. Wir haben hier eine Timex Snoopy, na, kriege ich die irgendwie scharf? Eine Timex Snoopy, sie ist wenige Stunden gebraucht, eine mechanische Uhr erwartet hier keine Horologie, aber es ist eine Spaßuhr mit einem Plexiglas und natürlich dem bekannten Snoopy mit der Weltkugel auf 6 Uhr. Ein schöner grüner Sekundenzeiger und es gibt noch drei Bänder dazu. Ein grünes Split Zulu, was sehr schön zum Sekundenzeiger passt. Und ein glattes, einfaches Schwarzes, wenn man sie mal etwas in Anführungsstrichen feiner tragen möchte. Das ist mein Dankeschön an euch dafür, dass ihr mir geholfen habt, meinen Kanal so in meinem Rahmen erfolgreich zu betreiben und auch ein gewisses Standing bei den Herstellern zu erreichen. Denn die Abozahl, das Standing, euer Feedback, eure Kommentare ermöglichen es mir, entsprechend auch Videos zu drehen. Zu den Kommentaren komme ich gleich nochmal. Kommentare sind aber auch wichtig, um die Uhr zu bekommen, denn unter jedem Kommentar unter diesem Video werde ich ab Erscheinen des Videos in einer Woche, also nächste Woche Sonntag, wir haben heute den 18., das müsste dann plus 7 der 25. sein. Am 25.8. werde ich aus den Kommentaren einen Gewinner auslosen und den auf meinem Community-Tab als Nachricht bekannt geben. Wenn ihr also einen Kommentar unter das Video schreibt, schaut in einer Woche mal auf meinen Kanal. Dort werdet ihr dann erfahren, ob und wer der Gewinner der Timex Snoopy ist. Kommentare sind aber auch wichtig, weil Kommentare ist eine Währung auf YouTube. Ich habe von vielen Herstellern gehört, dass die Kommentare unter meinen Videos sehr qualifiziert und sehr engagiert sind und das wird von den Herstellern sehr geschätzt. Also nicht nur super Video und danke, sondern auch die Auseinandersetzung mit dem Thema, teilweise sehr lange Kommentare, Erfahrungen, die geteilt werden. Das kommt super an, das hilft mir unglaublich und ermöglicht es auch mir, bei Herstellern Türen zu öffnen, die ich vor 2 Jahren noch nicht hätte öffnen können. So wie ich zum Beispiel dieses Jahr mehrere Uhrenreisen gemacht habe mit Videos vor Ort bei Mantai, bei Fandar, bei Laco, was schon gesendet ist, bei Hanhard, was gerade ausgestrahlt wird. Teil 1 ist gestern live gegangen, 2 und 3 kommen nächste Woche. Ich war bei Archimede, ich fahre auch noch zu Mühleglashütte und habe noch ein, zwei andere Überraschungen im Petto, die noch nicht spruchreif sind in Glashütte. Ich werde Dentitec in Rula besuchen, also ganz viele Sachen und hier würde mich brennend interessieren, wie das bei euch ankommt. Es sind ja naturgemäß längere Videos zwischen 30 und 60 Minuten am Stück. Mögt ihr sowas? Oder ist das zu viel? Ist das zu viel zu schauen? Die Klickzahlen sind sehr unterschiedlich. Eine Videos kommen sehr gut an, andere haben etwas weniger Klicks. Ist es zu viel, wenn ich die nacheinander ausstrahle, weil man nicht so viel Zeit hat, sich
eine Stunde oder anderthalb Watchmaxe in der Woche anzuschauen. Da würde mich euer Feedback brennend interessieren, ob ihr das mögt, ob es auch okay ist, dass ich mal eine ganze Phase hintereinander sende mit drei, vier Besuchen pro Ort, mit jeweils zwei oder drei Videos, was natürlich ein sehr großer Block ist, aber thematisch auch zusammengehört. Schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Und was ich auch sehr gerne von euch wissen würde, ist, welche Hersteller ihr, wenn ihr denn dieses Format überhaupt mögt, gerne noch in der Form bei mir auf dem Kanal sehen würdet. Ich bitte aber zu bedenken, dass ich nicht jedes Mal Urlaub machen kann, um diese Drehs zu machen. Ich komme aus dem Rhein-Main-Gebiet, bin dann 6 bis 7 Stunden vor Ort. Das heißt, größere Anfahrten werde ich an einem Tag nicht schaffen. Und das Ganze jedes Mal mit einer oder zwei Übernachtungen zu machen, geht auch ganz schön ins Geld. Das ist dann natürlich auch eine finanzielle Frage. Wenn ihr also mit diesen Rahmenbedingungen halbwegs gut erreichbar, interessant für euch, interessant für den Kanal, passend zu meinem Thema deutsche Uhrenmarken, dann bin ich sehr gespannt, was ihr noch vorschlagt. Dornblüt und Sohn ist immer mal wieder vorgeschlagen worden, würde ich auch wahnsinnig gerne machen, aber Dornblüt ist zum Beispiel so ein Hersteller, der in einer Region ist, wo ich definitiv nicht plane, Urlaub zu machen, aus dem Rhein-Main-Gebiet auch nicht gut erreichbar ist. Ich hatte überlegt, ihn eventuell von Glashütte aus zu machen, aber auch das ist eigentlich zu weit für einen Tagesabstecher. Das heißt, Dornblüt und Sohn ist bei mir auf der Liste, aber ist von der Umsetzung her etwas schwieriger als andere Marken. Insofern bin ich da sehr gespannt, ob und was ihr da vorschlagt. Vielen Dank nochmal für die 6000 Abos, vielen Dank für eure Anregungen und freut euch auf meine nächsten Videos.